Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen heute mal wieder zum Cairns Cup schauen, denn natürlich wollen wir auch wissen, wie sich dort die einzige deutsche Teilnehmerin schlägt, Elisabeth Peetz. Nach 5 Runden stand sie mit 2 aus 5 wahrscheinlich nicht ganz so zufriedenstellend da. Dann war ein Ruhetag und nach dem Ruhetag ging es mit Weiß gegen Anna Musiczuk. Und wir wollen uns diese Partie anschauen, denn die war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Elisabeth eröffnete mit Springer F3, D5 und G3. Das hatte sie bereits gegen Alice Lee gespielt, daher ist damit zu rechnen, dass sie das für das Turnier vorbereitet hat. G6, Läufer G2 und Läufer G7. Ja, ihr könnt schon sehen, bei Schwarz, das ist eine Zugfolge, die vor allem Grünfeldspieler sehr, sehr gerne mögen. Die Idee ist einfach grundsätzlich, dass wenn Weiß D4 spielt und Springer F6, dann kommt man wahrscheinlich in Grünfeld-Symmetrie-Variante, also Weiß wird in den meisten Fällen früher oder später C4 spielen. Natürlich kann Weiß auch irgendwie mit C3 spielen, aber dann ist die schwarze Stellung auch komfortabel. Elisabeth möchte aber kein Grünfeld spielen, deshalb hat sie mit Springer F3 angefangen, sondern sie möchte hier mit C4 spielen. Und nach D schlägt C4 sollte Weiß wohl diesen Bauern recht schnell zurücknehmen. Springer C6, Rochade und hier hat Schwarz E5 gespielt. Die Stellung hatte ich tatsächlich auch schon mit Schwarz auf dem Brett. Und eine Alternative zu E5 ist hier Springer H6 und nach Dame schlägt C4 Springer F5 und dann Rochade und E5 später spielen. Warum das so ist, das dürft ihr gerne mal selbst überlegen. Was glaubt ihr, sollte Weiß hier spielen? Denn das ist eine recht wichtige Stellung und tatsächlich muss Weiß hier schon sehr akkurat spielen. Natürlich ist davon auszugehen, dass Elisabeth das jetzt nicht am Brett finden musste, sondern einfach kannte. Aber man kann das auch gut finden, wenn man ein bisschen rechnet. Wenn Weiß hier einfach auf C4 nimmt, dann ist die Stellung von Schwarz nach Springer E7 tatsächlich schon einfach angenehm. Schwarz hat Raumvorteile im Zentrum, weil der E-Bauer eben weiter vorne steht. Kann dann rochieren, der Läufer kann einfach nach E6 gehen, die Dame auf C4 wird wieder angegriffen werden und hier hat Weiß einfach keine Kompensation für diesen leichten Raumnachteil. Deshalb ist hier Springer schlägt E5 sehr stark. Beziehungsweise, ja, den sollte Weiß spielen. Der Punkt ist, dass nach Läufer schlägt E5 nun Läufer schlägt C6 folgt. Schwarz muss schlagen und nach Dame schlägt C6, hängt A8. Aber okay, Läufer D7 ist natürlich der logische Zug. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Dame E4. Und plötzlich stellt sich heraus, dass dieser Läufer auf E5 im Prinzip nicht zu decken ist. Denn Dame E7 ist unmöglich, weil die Dame den Turm auf A8 verteidigen muss. Der einzige andere Zug, um den Läufer zu verteidigen, ist F6. Aber jetzt hat man das Problem, dass nach F4 Springer F6 nicht mehr möglich ist, was die Dame vertreiben würde. Dementsprechend ist jetzt der Läufer auf E5 erst einmal weg. Schwarz findet hier den Zug Läufer F5. Es gibt auch die Alternative, Läufer H3 zu spielen, um den Turm anzugreifen und Weiß eben so ein bisschen das Problem zu stellen, dass man ja eben gerade eine Figur weniger hat und noch Zeit braucht, um die zurückzunehmen. Hier droht er jetzt zum Beispiel auch Dame D4 Schach. Aber Weiß kann die Qualität opfern. Nach Läufer schlägt F1, E schlägt F6, ist das Abzugsschach. Der König sollte zur Seite gehen und nach König schlägt F1, nimmt Schwarz auf F6 und hier soll es wohl besser sein, wenn der weiße König nach E1 geht. Ist so halblogisch, würde ich sagen. Und nach Turm E8, Dame schlägt C4, muss Schwarz mit H5 spielen, um hier schnell die Stellung gegen den weißen König zu öffnen. Ich glaube, hier wird jetzt auch klar, warum der König auf G1 vielleicht noch etwas unsicherer stünde. Und wir haben hier eine ganz, ganz komische Stellung. Schwarz hat einen Turm gegen Läufer und zwei Bauern und beide Könige stehen irgendwie sehr schlecht. Objektiv sollten wir hier ein dynamisches Gleichgewicht auf dem Brett haben, aber ich würde sagen, das kann für beide Seiten recht gefährlich sein. Der weiße König hat noch etwas Perspektive, um sich vielleicht auf C2 zu verstecken. Wenn der Springer auf C3 steht, sollte da nicht mehr allzu viel schief gehen. Und der schwarze König ist natürlich irgendwie dauerhaft schwach, weil auch am Königsflügel wenig Bauernschutz ist, aber inzwischen gibt es auch recht viele offene Linien, sodass die schwarzen Türme gut aktiv stehen und vielleicht besser werden können als der weiße Läufer. Also sehr unklare Stellung, auch sehr, sehr komische Stellung und ja, wäre interessant zu sehen, was da kommt. In der Partie kam aber Läufer F5 und hier hat Elisabeth Schach gespielt und nach Läufer D7, Dame E4 hatte ich kurz die Befürchtung, dass die Partie hier schnell Remis endet. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wenn das jetzt so Remis ausgegangen wäre, dann hätte ich euch die wahrscheinlich nicht gezeigt, weil momentan ja so viele Turniere laufen, dass es durchaus etwas Auswahl an Partien gibt.
Also tatsächlich ist es ein bekanntes Remis hier mit Dame C6 zu spielen, aber Elisabeth wollte weiterspielen und hat Dame E3 folgen lassen. Und als nächstes möchte sie nun natürlich auf E5 nehmen, denn Weiß hat ja immer noch eine Figur weniger. Jetzt hat Schwarz Läufer H3 gespielt. Dame D4 wäre, sag ich mal, die logische Alternative, aber das wäre einfach nicht so gut, denn Weiß kann jetzt auf E5 schlagen und zum Beispiel nach F schlägt E5, Dame D4, E schlägt D4, Springer A3. Sieht man, dass die schwarzen Bauern zwar schön weit vorne stehen, aber da eventuell auch einfach schwach sind. Also insbesondere der Bauer auf C4. Und hier steht Weiß wahrscheinlich besser, weil wenn Schwarz den C4 versucht zu decken, dann kommt hier die nächste Gabel auf ihn zu, auf sie zu. Ja, es kam Läufer H3, das greift den Turm an. Auch hier wieder Schwarz versucht auszunutzen, dass Weiß eben Zeit braucht, um die Figur zurückzunehmen. Hier ist es wichtig, wohin man geht mit dem Turm. Aber das kann man auch ganz gut berechnen. Elisabeth hat Turm F3 gespielt, sowas wie Turm F2 wäre einfach schlecht, weil Dame und Turm jetzt ungünstig stehen, sodass Schwarz hier eine schöne Gabel auf G4 hätte. Und nach F schlägt E5, Springer G4, Dame C5 gewinnt Schwarz hier die Qualität. Und in diesem Fall wird es schwer, Schwarz langfristig entweder von der Rochade oder von Turm F8 mit Königsangriff abzuhalten. Also nicht nur langfristig, auch kurzfristig. Und dementsprechend ist die Stellung einfach schlecht für Weiß. Besser ist Turm F3, was Elisabeth spielte, und hier kam Springer H6. Springer E7 wäre im Übrigen genau das gleiche. Denn auch da würde nach F schlägt E5 nun Springer F5 folgen. Nach Springer H6 ist noch klarer, warum denn der Springer hing. Und nun kam Dame A3. Auch das ist der beste Zug, das verhindert einfach die schwarze Rochade. Wie gesagt, diese Stellung ist sehr, sehr komisch. Weiß hat momentan einen Bauern mehr, das scheint jetzt nicht das relevanteste Kriterium zu sein, denn Weiß ist auch sehr unterentwickelt und beide Könige sind irgendwie schwach. Also auch der weiße König steht ja nicht so super sicher. Wenn ihr euch vorstellt, dass die Dame vielleicht mal auf die weißen Felder kommt, dann kann das sehr schnell sehr gefährlich sein. Es folgte Dame D4 Schach. Und hier ist jetzt die Frage, wie soll es weitergehen? Elisabeth hat sich für Turm F2 entschieden. Ich wollte aber auch noch zeigen, was nach E3 passiert, denn der wirkt auf mich auch ganz logisch. Der Nachteil ist aber, dass der Turm auf F3 jetzt nicht mehr so stabil steht und nach Dame E4 eben auch sofort hängt. Turm F2 ist Pflicht, weil, ja, was sonst? Man muss natürlich auch das Matt verteidigen. Und nun Dame G4. Und wieder droht Schwarz Matt. Und hier kann man so langsam diesen Entwicklungsvorteil von Schwarz richtig spüren. Weiß kann das Matt mit einem Schach abwehren. Und nach König E7, E schlägt F6 ist auch nochmal ein sehr, sehr spannender Moment. Schwarz darf hier nicht nehmen, denn nach Springer C3 steht man plötzlich völlig auf Verlust, weil der König auf F6 einfach zu schlecht steht. Das ist auch vielleicht gar nicht so offensichtlich, aber man kann verstehen, dass die Fesselung hier in jedem Fall unangenehm ist, also E4 könnte ja kommen. Stattdessen sollte man hier König D8 spielen. Der Punkt ist, dass Schwarz einfach als nächstes auf G3 rausschlagen will und Weiß kann das nicht verhindern. Also, es gibt keine Schachs, sondern nach Springer C3, Springer schlägt G3, H schlägt Dame schlägt, wird Schwarz den F2-Turm gewinnen und danach dann wahrscheinlich auch gleich Matt setzen. Deshalb Turm F2, absolut der richtige Zug. Hier hat Schwarz auf E5 geschlagen, das sieht logisch aus. Eine andere lustige Variante ist hier lange Rochade. Hier könnte man zum Beispiel mit Dame A6, König B8, Dame B5 wieder Dauerschach geben. Keine der beiden Seiten kann so richtig gut abweichen, also zum Beispiel Schwarz, wenn hier Dame B6 folgt, nimmt, dann kann Weiß auf F6 nehmen und die Stellung ist ziemlich gut für Weiß, denn es sind eben zwei Bauern und man muss hier auch erstmal einen der beiden zurücknehmen. Der C4 ist auch schwach und der Entwicklungsnachteil fällt nicht so sehr ins Gewicht, da die Damen eben nicht mehr auf dem Brett sind und Schwarz so nicht so richtig angreifen kann. Und wenn Weiß versucht hier zum Beispiel selbst auf Kompensation zu spielen, könnte Schwarz mit Springer D6 spielen und Springer E4 ist eine Idee. Und auch das sieht für Weiß eher unangenehm aus, also ja, muss man sich überlegen, ob man das Risiko eingehen möchte. Weiß ich jetzt nicht, was Elisabeth gemacht hätte. Auf jeden Fall kam in der Partie F schlägt E5. Sieht auch ganz logisch aus, Schwarz nimmt einfach den Bauern zurück. Ja, der König steht in der Mitte, muss man vielleicht durch. Aber er hat ja auch eventuell das Potenzial, sich mal auf G7 zu verstecken. Und Weiß hat immer noch das Problem mit dem Damenflügel. Jetzt kam Dame A4 Schach. Okay, König E7. Also Schwarz bewegt sich hier erstmal nicht auf die F-Linie und geht in die Fesselung. Und jetzt kam D3. Auch das ein sehr logischer Zug. Natürlich kann Weiß nicht nur mit der Dame angreifen. Und der Damenflügel ist eben unterentwickelt. Und so langsam sollten die Figuren ins Spiel geholt werden. Und D3 öffnet einfach den Läufer von C1.
Schwarz hat geschlagen, jetzt ist die weiße Dame angegriffen. Okay, Elisabeth hat erstmal Schach gegeben, da hat Schwarz natürlich keine Zeit zu schlagen. Und nach König F7 steht man wieder vor der Wahl. Damen tauschen oder nicht. Was würdet ihr machen? Haltet gerne das Video an, wenn ihr nachdenken wollt. Und wir schauen mal. Also wenn man hier die Damen tauscht, dann nach E schlägt D4, E schlägt D3 ist erstmal ganz wichtig festzuhalten. Also das Material ist hier momentan ausgeglichen. Also keine Seite hat mehr einen Bauern mehr. Zwischendurch hatte Weiß ja mal einen mehr, aber der ist jetzt weg. Und zum Beispiel nach H6, Läufer D2 und Turm E8 sieht die schwarze Stellung schon etwas angenehm aus. Also Weiß schafft es hier, die Entwicklung zu beenden, aber Schwarz hat eben die E-Linie unter Kontrolle. Der weiße König ist auch in jedem Fall etwas schwächer, also wahrscheinlich wird man hier nicht mehr matt gesetzt. Aber ich persönlich wäre hier lieber Schwarz, also das schwarze Spiel scheint mir deutlich leichter zu sein als das weiße. Und deshalb spielt Elisabeth Dame C6. Die Idee ist einfach, dass der schwarze König ja sehr schwach ist, also sollte man ohnehin eigentlich nicht die Damen tauschen, wenn es nicht konkret etwas bringt. Hier folgte D schlägt E2, also Anna hat überhaupt keine Angst vor dem weißen Angriff. Ich habe noch geschaut, was mit sowas wie Turm F8 wäre, einfach mit der Idee, dass der König sich dann auf G8 versteckt und dass der Turm ja dann bereits im Angriff ist. Hier hat Weiß auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Zug, der einfach der einzige in der Stellung ist. Weiß sollte E3 spielen. Der Punkt ist, man möchte die Fesselung dieses Turmes auflösen und jetzt hat Schwarz zwei Züge. Einer ist es, mit Dame G4 zu versuchen, den Angriff fortzusetzen. Hier hat Weiß tatsächlich nichts Besseres als Dame D5 und Dame schlägt E5. Und hier ja, gibt es jetzt irgendeine Art von Dauerschach. Also ja, nach König F7 zum Beispiel gibt es Dame D5 Schach. Nach König G8 funktioniert im Übrigen das Gleiche, denn nach Turm F7 würde A8 mit Schach hängen. Das wäre nicht so optimal. Und die andere Möglichkeit für Schwarz ist Dame D6, mit der Idee, den Damentausch anzustreben und dann eben ins Endspiel zu kommen. Das sieht aber erstmal so aus, als wenn das taktisch einfach nicht funktioniert. Denn nach Dame schlägt D6, C schlägt D6, kann Weiß mit E4 den Springer auf F5 gewinnen. Aber nach König E6, E schlägt F5, Turm schlägt F5, ist dieses Endspiel irgendwie gar nicht so klar. Wahrscheinlich sollte man den Turm tauschen. Und hier ist das Problem, Schwarz hat zwei Bauern für die Leichtfigur, der D3-Bauer ist natürlich schon sehr stark. Und man hat hier auch immer Drohungen gegen den weißen König. Also Weiß muss immer aufpassen, dass man nicht auf F1 matt gesetzt wird. Und dementsprechend ist auch diese Stellung tatsächlich sehr unklar. Aber D schlägt E2 sieht auch logisch aus. Das droht immerhin matt und der Turm ist gefesselt und Weiß muss nun Schach geben. König E8 ist unmöglich, denn nach Dame E6 Schach, der Springer kann nicht dazwischen und nach König F8 ist der Springer nun gefesselt und Läufer H6 ist schachmatt. Ganz wichtig, der Turm von Weiß ist zwar gefesselt, aber das hindert ihn nicht daran, auch eine schwarze Figur zu fesseln. Dementsprechend kann Schwarz sich hier nicht mehr wehren. Deshalb muss der König nach G8 und jetzt hat Weiß natürlich das Problem, dass E1 Dame eine ziemlich unangenehme Drohung ist. Und sowas wie Springer C3 hätte Turm F8 zur Folge. Hier hat man jetzt eben nur noch ein Schach und nach König G7 gibt es kein weiteres. Und hier hat Schwarz verschiedene Ideen. Eine ist es sicher einfach auf G3 zu nehmen und dann den gefesselten Turm auf F2 zu schlagen. Das ist alles nicht so gut für Weiß. Deshalb fühlte sich Elisabeth hier gezwungen, Dame E6 Schach zu spielen. Und nach König G7, Dame F6, König G8 wurden hier die Züge wiederholt. Und nach König G8 wurde beim Schiedsrichter Bescheid gesagt, dreifache Stellungswiederholung und die Partie endete Remis. Ja, sehr wilde Partie, sehr spannende Partie auch, aber von beiden Seiten einfach korrekt gespielt und gerade solche scharfen Stellungen enden natürlich häufig Remis, wenn beide Seiten einfach ein paar korrekte Züge finden, denn ja, hier ging es einfach um den gegenseitigen Königsangriff und wenn man es verhindert, dass die gegnerische Seite matt setzt, aber die andere Seite das genauso tut, dann ist Remis natürlich einfach das logische Ergebnis. Man muss da gut rechnen, aber das haben beide gemacht in dieser Partie und so war das ja für beide auch ein verdienter halber Punkt. Schauen wir noch kurz in die Tabelle, einfach um zu sehen, wie es da aussieht. Ja, bei Elisabeth sieht es nach wie vor nicht so gut aus, also sie liegt mit 2,5 Punkten auf dem 9. Platz von 10, aber ihr könnt sehen, dass zum Beispiel vom 4. bis zum 8. Platz, die haben alle 3 Punkte, also die sind jetzt nicht so weit weg. Es ist einfach insgesamt ein sehr, sehr spannendes Turnier. Und ich denke, dass die heutige Partie, in der sie Schwarz gegen die Führende und die Siegerin des Kandidatenturniers Tan Zhongyi hat,
wahrscheinlich auch recht wichtig ist. Also wenn sie in dieser Partie dagegen halten kann, dann wird sie hoffentlich in den letzten Partien mit Weiß auch nochmal etwas holen, also etwas Ganzes holen möglichst. Und dann kann das hier schnell auch deutlich besser aussehen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Partie gefallen. Also ich fand sie sehr, sehr spannend und gute Partieanlage von beiden Seiten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt auch versucht, die kleinen Aufgaben zwischendurch zu lösen und selbst ein bisschen nachzudenken und dadurch was zu lernen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.